Und plötzlich reißt der Latexanzug. Delikate Kostümpanne für Rapperin Iggy Azalea. Ausgerechnet bei einem Konzert in Saudi-Arabien platzt der 33-Jährigen auf der Bühne ihr Latex-Catsuit im Intimbereich. Vom brenzligen Zwischenfall kursieren im Netz diverse Videos. Tapfer singt Iggy zunächst weiter, doch der Riss geht immer höher. Mithilfe eines Tuches verdeckt sie sich zuerst. Kurze Zeit später ist sie in einer dicken Jogginghose auf der Bühne. Wie sie in einem Post später schreibt, habe sie dann ins Publikum gerufen: Ladies, macht Lärm, es ist eine Frauenwelt. Dieser Spruch und der Kostümplatzer sind zu viel für die Veranstalter im fundamental islamistischen Land. Die Künstlerin muss die Show abbrechen. Die australische Rapperin ist bekannt dafür, freizügig aufzutreten. Warum sie überhaupt ausgerechnet in Saudi-Arabien auftritt, sorgt bei Fans für Stirnrunzeln. Zufällig veröffentlicht Iggy am Tag des Outfit-Missgeschickes ihren neuen Song Money Come. Auf Deutsch Geld kommt. Ist also der gerissene Catsuit während der Show wirklich Zufall oder vielleicht einfach nur ein guter PR-Gag für ihr neues Lied? Auf alle Fälle sind Kostümplatzer und Frauenspruch zu viel für Saudi-Arabien.